So, es ist pünktlich 11 Uhr und das bedeutet, wir lassen los mit unserem NOSA.11-Webinar zum Thema Software-Testautomatisierung. Herzlich willkommen zu dem Webinar, wo wir Sie in der nächsten halben Stunde durch das Thema führen dürfen. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie haben die Chatbox. Sie können dort Ihre Frage hineintun. Wenn wir dazukommen, werden wir auf einige Fragen natürlich noch eingehen. Durch das Webinar führt der Referent Thomas Stadelmann. Er ist Leiter von der Business Unit Quality und Test Service. Sie hören ihn nachher dann zum Thema. Mein Name ist Remo Noser. Ganz kurz zu der Noser Engineering AG. Und etwa 200 Ingenieure und Ingenieurinnen von dem Projekt und Leistungen im Software-, Hardware- und Firmware-Umfeld tätigen. Unsere Leidenschaft ist Technologie und das seit bald 40 Jahren auf dem Schweizer Markt. Wir sind mit 4 Standorten kundennah da, haben noch einen Ableger in Deutschland. So, und jetzt würde ich das Wort an Thomas Stadelmann übergeben zum Thema End-to-End-Testautomatisierung. Thomas, darf ich dich bitten? Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu dem Webinar. Wir werden Ihnen zeigen, anhand vom Beispiel Morph, wie dass man genau erfolgreich eine End-to-End-Test-Automatisierung einführt und betreibt. Morph ist ein KMU mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wie Noser Engineering, wenn Sie neu bei Ihren Kunden sind und betreiben darum verschiedene Filialen verteilt in der ganzen Deutschschweiz. Von diesen Filialen aus machen Sie für Ihre Kunden Signalisationen und Markierungen, also Produkte, die Sie in Ihrem Alltag auch schon wahrgenommen haben. Die Geschäftsleitung von Morph hat vor ein paar Jahren entschieden, dass Sie Ihre Prozesse digitalisieren wollen, weil Sie überzeugt sind, dass man damit kann Prozess optimieren, effizienter machen, stabiler, mehr Transparenz hat und am Schluss hat der Kunde profitiert von der Effizienzsteigerung und von der Qualitätssicherung. Die Umsetzung von der Digitalisierung hat vor allem ein zentrales ERP zur Folge gehabt, ein webbasiertes System, das mit einer zentralen Instanz ermöglicht, dass alle Filialen und auch die Mitarbeiter im Feld verbunden sind und die Prozesse durchgängig sind. Die Firma Morph selber, die hat keine Softwareentwickler, keine IT-Spezialisten. Sie setzt da ausschließlich auf Partner. Und weil sie auf dem Markt kein ERP gefunden haben, das ihren Anforderungen entspricht, haben sie ein ERP bei einer Drittfirma in Auftrag gegeben, das ihren Anforderungen und ihren Prozessen entspricht. Wo dann das ERP zuerst mal ausgeliefert worden sind, sind nachher die Fachanwender gefragt, sie zu überprüfen, ob das System auch wirklich das macht, was sie wollen. Die Fachanwender sind in der Verantwortung gewesen, dass nachher die Prozess, die Stundenerfassung bis und mit Rechnung eben wirklich der Realität entspricht, das, was man weitergeben will. Und der Fachanwender ist gar nichts anderes übrig geblieben als über das System, über die Eingabemaske Testdaten einzugeben und dann überprüfen, ob die auch wieder im System so erscheinen, wie es müssen. Weil, wie gesagt, sind keine Software-Spezialisten, das heißt, sie können nicht auf der Software-Ebene schauen, sondern sie machen das auf der Anwender-Ebene. Die Spezialisten sind von Anfang an sehr strukturiert vorgegangen bei der Abnahme von der Software, von den neuen Funktionen. Wir haben hier rechts ein einfaches Beispiel, nämlich das Login in die Anwendung. Das Beispiel wird uns jetzt durch die Präsentation begleiten. Und auch wenn die Anwendung viel kompliziertere Prozesse abbilden kann, ist das Beispiel sehr dankbar, weil das könnte jeder und jeder kann sich etwas darunter vorstellen. Und wir sehen, der Fachanwender, der hat keine technische Sprache, sondern Prosa. Und wenn der einen Testfall definiert, dann stehen da ganze Sätze. Er sagt Vorbedingung, also angenommen, ich bin auf der Login-Seite.
Und wenn ich dann den Benutzertest E2E bin und wenn ich konkret das Passwort eingebe und wenn ich auf den Anmelden-Button drücke, dann ist der Testfall erfüllt, wenn ich auf der Startseite lande. Die Firma Morph hat sich entschieden, agil vorzugehen mit Releases für alle 2 Wochen. Das heisst, die Fachanwender kommen alle 2 Wochen neue Funktionen über und sind entsprechend angehalten, alle 2 Wochen das System zu testen. Wer mit Software arbeitet, der weiss, wie man die Qualität sicherstellen will, dann genügt es nicht, nur die neuen Funktionen zu testen, sondern man muss auch die bestehenden Funktionen testen, weil es kann sein, dass eine Änderung oder eine neue Funktion einen Einfluss kann haben auf eine bestehende Funktion. Und entsprechend haben das auch die Fachanwender gemacht, weil bei Morph die Qualität sehr hoch geschrieben ist. Und man hat gemerkt, dass mit steigendem Funktionenaufwand auch der Testaufwand immer grösser wird. Über das Beziehungsnetz von Morph ist der Kontakt zu Noser Engineering hergestellt worden. Und wir haben dann darauf erfolgreich die Testautomatisierung einführen. Was sind die relevanten Punkte, die zu dem Entscheid, so ein Testautomatisierungsprojekt zu starten, geführt haben? Wir haben auf der einen Seite die Wahrnehmung von der Firma Morph, die ich vorhin geschildert habe. Dass wir wiederholende Releases haben, die für Fachanwender eine wichtige, aber doch sehr monotone Arbeit zur Folge haben. Ich kann sich vorstellen, das Login ist jedes Mal wichtig, aber nicht sehr spannend zum Ausführen. Und wir haben es gehört, der Funktionsaufwand der steigt, wenn man die Qualität über die ganze Anwendung sicherstellen und prüfen. Wo unser Engineering dann ins Spiel kam, haben wir zusätzlich noch eine fachliche Beurteilung gemacht vor dem Start von dem Automatisierungsprojekt. Wir haben festgestellt, dass, wie wir im Beispiel gesehen haben, die Testpfeile sorgfältig ausgewählt sind. Das heisst, Morph hat sich überlegt, welche Tests, welche Fälle sind kritisch, welche Prozesse sind kritisch, was wollen wir getestet haben. Da war schon eine Auswahl da gewesen, und wie wir gesehen haben, sind die Testpfeile auch unabhängig von der Testautomatisierung schon stark strukturiert formalisiert gewesen. Wir haben auch festgestellt, dass eben tatsächlich immer wieder Testfälle gemacht werden, weil regelmäßig Release kommen. Wir haben gesehen, dass die Umgebung stabil läuft. Dort ist nicht nur gemeint, dass die Software nicht abstürzt, sondern auch, dass die Funktionen, die mal abgenommen worden sind, nicht permanent geändert werden, weil wir neue Erkenntnisse haben, sondern auch, dass die Funktionen, wo wiederholt getestet werden, tatsächlich immer gleich sind. Und wir haben gesehen, dass die Anwendung so implementiert ist, dass sie für die Automatisierung geeignet ist. Was ist mit dem letzten Punkt gemeint? Wenn man das, was der User macht, automatisiert, dann muss auch das Automationssystem können auf die Anwendung zugreifen, auf die Felder. Und wenn die Felder eine eindeutige Nomenklatur haben, dann ist einfacher zu automatisieren, als wenn die Eingabefelder, die Buttons, die das System ausdrücken, die Voraussetzung nicht erfüllen. Und wir sind dann zum Schluss gekommen, dass sich das wirtschaftlich interessant ist. Wir sehen hier blau Kurven vom manuellen Testen, vom klassischen Testen durch einen Fachspezialist und einen Endanwender. Und wir haben gesehen, je mehr Funktionen das ich habe, je mehr Aufwand steckt dahinter. Das heisst, über die Zeit nehmen wir Gesamtkosten mit Funktionen zu. Wenn wir Voraussetzungen haben, dass sich die Automatisierung lohnt, dann sehen wir orange Kurve der Gesamtkosten. Die Kurve steigt nur noch leicht. Das heisst, es kommen neue Funktionen dazu. Für die muss man ebenfalls eine Testautomatisierung einführen. Für die bestehenden Funktionen, wenn die eben stabil sind, nicht permanente Änderungen unterzogen sind, braucht das keine Änderung, keine Anpassung. Den Aufwand kann man sich sparen und entsprechend bleibt man dort mit den Kosten fix, weil noch ein Ausführen es automatisch von diesen Testfällen durch die Maschine mit praktisch null Kosten verbunden ist.
nachdem die Voraussetzungen gegeben sind, wir die Testautomatisierung umgesetzt haben, hat nachher der Fachspezialist nicht mehr die Anwendung vor sich gehabt, sondern so ein Cockpit, das Sie hier sehen. In dem Cockpit sieht der Fachanwender alle Testfälle, die automatisiert sind. Wir sehen, das ist wieder Prosa, also in einer Sprache, wo der Fachspezialist versteht. Wir sehen hier zum Thema Login die Fälle, die implementiert sind. Wir sehen auch unseren Fall, wo wir sehen, das Beispiel. Und wir sehen, dass der hier detailliert beschrieben ist. Und wir sehen den Status, das heisst, der Fachspezialist der kann die Testfälle automatisch prüfen und sieht im Cockpit, was gut ist und was nicht. Und erst, wenn da quasi die bestehenden Fälle immer noch laufen, dann lohnt sich der Schritt, um die neuen Funktionen zu testen, die dann noch nicht automatisiert sind und man manuell kann testen kann. Wie funktioniert jetzt die Zusammenarbeit zwischen dem Fachspezialist und dem Testautomatisierungsingenieur, damit so eine Testautomatisierung zu fliegen kommt? Wir sehen hier oben links, es braucht eine Formulierung, es braucht eine Kommunikation zwischen dem Fachspezialist und dem Testautomatisierungsingenieur. Wir haben ein Beispiel gesehen von Morph, das sehr strukturiert gearbeitet hat. Und sie sind also sehr nah gewesen an der in der Testautomatisierungsszene bekannten Gherkin-Sprache, wo Englisch heisst Given, When, Then. Wir haben dann abgemacht, dass User Engineering von Morph Testfälle übermitteln konnte in Prosa, so wie das gemacht haben, in Anlehnung an die Gherkin-Sprache. Und wir haben zusätzlich zum Missverständnis reduzieren entschieden, dass Morpheus auch einen Videoscreen macht von dem Testfall, wo man auch noch sieht, was für Daten werden die gegeben, wo man zum Teil genau noch ein bisschen Details zum Prozess hat. Testautomatisierung, die Umsetzung von diesen Testfällen heisst dann, dass man eine Infrastruktur haben muss, wo das Testsystem läuft. Da komme ich noch später mit Details dazu. Dass man dann eben aus dieser Formulierung, aus dem Prosa-Testscript macht, also ausführbare Computerprogramm und dass man das zusammen, die Infrastruktur und das Testscript, das Testsystem kennt, dass man das wartet, dass das läuft. Wenn wir die Voraussetzungen geschafft haben, dann werden noch die Testfälle selbstständig ausgeführt und wir sehen hier zum Feedback, wo nachher wieder zurückgeht, der Fachspezialist, wieder eine Videokamera. Weil Morph keine Software-Spezialisten hat, die in die Software schauen können, Sie aber trotzdem bei einer Fehlermeldung vom Testautomatisierungssystem verstehen, was jetzt hier genau die Ursache ist, haben wir gesagt, wir zeichnen auf per Video, was das System macht und geben zum Fachspezialist zusätzlich die Möglichkeit zu verstehen, was genau abgelaufen ist. Das ist dann die Grundlage zum Entscheiden, ist das wirklich eine Störung, die ich muss dem Softwareentwickler melden muss. Oder ist vielleicht einfach ein System nicht gelaufen und es hat eine Ursache, die nicht auf Seite der Softwareentwicklung muss, behoben werden muss. Zusätzlich muss natürlich auch bei neuen Funktionen entschieden werden, wann haben sie den Reifegrad, dass man sie hier in den Automatisierungsprozess hineingeben. Wie sieht jetzt das in der Praxis aus auf der technischen Ebene? Wir sehen hier eine Entwicklungsumgebung. Die Entwicklungsumgebung, die unser Testautomatisierungsingenieur gebraucht hat. Und wir sehen hier wieder Prosa, die Testfälle, so wie sie Morph uns zur Verfügung gestellt hat in dieser Gherkin-Sprache. Und wir sehen jetzt ebenfalls in dieser Entwicklungsumgebung den technischen Teil, quasi die Übersetzung in die ausführbare Programmiersprache. Und wir sehen hier, auch hier kommt das Wording, das wir können, wieder vor. Das heisst, in der Entwicklungsumgebung ist Prosa, das Verständliche für den Fachspezialist und Programmiersprache, das Verständliche für das Testautomatisierungsverein. Es kommt jetzt ein Video, das zeigt, wie das noch in der Ausführung aussieht, wieder am einfachen Beispiel vom Login. Genau, wir sehen jetzt hier die Maus. Genau wie man sagt, jawohl, den Testfall möchte ich ausführen.
Das heisst, das System nimmt noch die Softwarepakete, die dazugehören, tut die kompilieren, das heisst, macht sie ausführbar und tut sie Testmaschinen übermitteln. Wir sehen hier, da ist jetzt ein Prozess am Laufen. Und sobald nachher der ausführbare Code das System übermittelt wird, fährt das anstelle vom Fachanwender die Anwendung von Aufrufen und Testen. Wir sehen jetzt so den orangen Balken im Webbrowser, der sagt, es ist nicht ein Mensch am Schaffen, sondern eine Maschine, tut den Browser ausführen. Und wir sehen, das ist die Maschine anstelle von einer Person, die Daten eingibt, die Ausführungen macht. Und wir sehen, der Testfall ist jetzt erfolgreich. Wir sind auf der Startseite von der Anwendung Momo gelandet und wir haben hier die grünen Häkchen. Selbstverständlich kann man das auch unsichtbar machen und viele Testfälle in einem Schnauz durchführen. So ist jetzt einfach die Möglichkeit zu veranschaulichen, dass genau wirklich das, was der Mensch macht, dass man das durch die Maschine lässt, schneller, einfacher und günstiger machen. Genau, wir sind jetzt in der Technik gelandet. Ich zeige Ihnen auf der nächsten Seite genau, was das alles braucht, dass das so funktioniert, dass nachher der Fachspezialist ein Cockpit hat, auf Knopfdruck kann Testfälle ausführen und in dem Cockpit nachher dann das Resultat sieht und auch, dass er sich selber muss durch die Testfälle durchklicken. Wir sehen hier grau hinterlegt einen klassischen Softwareentwicklungsprozess, den es zum Beispiel braucht, für so ein webbasiertes ERP zu entwickeln. Wir haben einen Software-Ingenieur, der den Code erstellt. Wir wissen, der Code muss verwaltet werden. In der Fachsprache nennt man es Repository. Der Code muss nachher, wie wir das gesehen haben, ausführbar gemacht werden und auf das System verteilt. Und läuft dann am Schluss auf einem Application-Server, wahrscheinlich zusammen mit der Datenbank. Dort wird noch eine, ist die Anwendung ausführbar und das ist der Ort, wo nachher dann der Fachspezialist, der Endanwender, darauf zugreift. Jetzt in unserem Fall übers Internet. Wir sehen unten den orangen Prozess für das Testautomatisierungssystem und wir sehen jetzt, dass das Testautomatisierungssystem als Alternative zum Endanwender auf System, das man testen will, kann zugreifen. Und wir sehen ebenfalls, dass hier vorgelagert, bevor so eine Automatisierung kann ausgeführt werden kann, analog zum Softwareentwicklungsprozess, ein Software-Ingenieur oder ein Testautomatisierungsingenieur muss den Softwarecode, wir reden hier von Testscript, muss erstellen, dass die müssen verwaltet werden, die Testscript, dass man muss die Testscript ausführbar machen, verteilen und dass dann erst am Schluss quasi die Testscript genau ein Testautomatisierungssystem werden. Sie sehen hier unten auch noch die Frameworks und Tools, die wir in diesem speziellen Fall angewendet haben. Wir haben als Entwicklungsumgebung die Entwicklungsumgebung von Microsoft zusammen mit dem Plugin Specflow. Specflow ist der Teil, wo Fachanwendersprache, Gherkin und der ausführbare Code zusammenbringt. Wir haben den Softwarecode für testautomatisches Skript mit Git verwaltet, so wie man das in Softwareprojekten auch macht. Wir haben die Jenkins-Umgebung, wo nachher dann der Code bildet und verteilt. Das sind alles Elemente, die Sie wahrscheinlich aus der klassischen Softwareentwicklung auch kennen. Und zuerst mal speziell werden wir jetzt mit Selenium. Das ist das Testautomatisierungssystem zusammen mit speziellen Engines, die können auf Webapplikationen zugreifen, genau, wo nachher dann genau Testautomatisierung ausführen. Und wir haben hier am Schluss noch das Zeichen für Allure. Das ist das Cockpit, das wir gesehen haben, wo nachher dann genau eine Oberfläche geben, die für den Fachspezialist verständlich ist. Genau, wie man jetzt sieht, was alles dahinter steckt, was Beweggründe sind, wieso das man Testautomatisierung macht, dann kann man das am Schluss so zusammenfassen. Mit Testautomatisierung kann man Fachanwender vor repetitiver
ein bisschen langweiliger Arbeit entlasten und somit auch Ressourcen sparen, sprich Kosten sparen. Zusätzlich hat man die Chance, den Abnahmeprozess zu beschleunigen, indem dass man zeitnah Feedback geben, Softwareentwicklung oder eben Einführung von neuen Funktionen schneller machen kann. Und durch die Automatisierung ist man in der Lage, sehr viele Funktionen regelmäßig zu testen und hat somit Sicherheit, genau das Gesamtsystem funktioniert, hat also eine Unterstützung, indem dass man umfassende Qualitätssicherung machen kann. Wir haben auch gesehen, dass das System eine stabile Umgebung braucht, stabile Funktionen. Wir haben gesehen, es ist Software und die Software muss anpassen. Sprich, wenn das System nicht stabil ist, dann hat man den Anpassungsaufwand und reduziert das den Profit. Und je mehr Releases das man hat, je öfter spart man mit der Testautomatisierung. Auch das ein wichtiger Punkt bei der Wirtschaftlichkeitsrechnung. Wir haben gesehen, auch mit Testautomatisierung muss man sich überlegen, was sind die relevanten Testfälle, wie viel will und kann ich testen. Und man braucht eine gewisse Methodik, um die Testfälle zu definieren. Selbstverständlich kann man das zusammen mit einem Testautomatisierungsprojekt machen, wobei sie jetzt ein bisschen den Mechanismus verstanden. Grundsätzlich kann man das auch trennen. Und genau die Auswahl, was sind die relevanten Testfälle, ist wahrscheinlich eine Sache vom Business, vom Fachspezialist und nicht vom Testautomatisierungsingenieur. Und wir haben jetzt auch gemerkt, es ist ein Softwareprojekt, ein Testautomatisierungsprojekt. Man schreibt Software. Wir haben entsprechende Infrastruktur, die muss unterhalten werden. Man muss den Softwarecode unterhalten. Das heisst, es ist nicht eine Einmal-Sache, sondern solange Ihre Software neue Releases hat, solange Sie die automatisch testen wollen, werden Sie auch die Testautomatisierungsumgebung, den Testautomatisierungscode erwarten und pflegen müssen. Das war jetzt die Übersicht gewesen. Und ich stehe Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Wow, danke vielmals Thomas für den interessanten Einblick. Frage, die noch ein bisschen auftaucht, ist, du hast in einer Folie gezeigt, dass ihr mit einer Open-Source-Toolchain gearbeitet habt. Gibt es dort irgendwelche Risiken, die man muss beachten? Wenn ja, was wären das für Risiken? Genau, also vielleicht grundsätzlich kann man sagen, genau, End-to-End heisst, man fährt bei der Eingabe an und prüft noch eine Ausgabe und End-to-End ist je nach Business unterschiedlich. Das heisst, wir sehen jetzt hier Benutzeroberfläche, das ist das Beispiel, das wir hatten. Eine Eingabe oder eine Ausgabe kann selbstverständlich auch eine Schnittstelle sein und eine Eingabe oder ein Ausgabepunkt könnte auch in der Industrie eine Maschine, eine Produktionsstätte, ein Messanalyse-Laborgerät sein. Und genau, bevor man sich für einen Toolchain entscheidet, ist Open Source oder nicht, müsste man genau die Anforderungen kennen, weil wir sehen, das Testsystem, das dort über sogenannte Engines auf die Endpunkte zugreifen. Und in unserem Fall haben wir gewusst, es ist ein Webbrowser. Wir haben gewusst, Selenium ist sehr stark, hat ein breites Spektrum an Test-Engines für den Zugriff auf Webanwendungen und hat den Vorteil als Open-Source-System, dass man keine Lizenzgebühren zahlen müssen. Und stark verbreitet, hat eine starke Community. Das heisst, wir haben jetzt in dem Fall sehr tiefe Risiken. Dass wir das Problem nicht lösen können, dass wir nicht auf eine Community zugreifen können oder dass der Support von dem System irgendwann in absehbarer Zeit abgestellt wird. Und es kann aber auch sein, dass man je nach Anwendungsfall, den man hat, zu einem anderen Schluss kommt und sagt, für unseren Anwendungsfall ist vielleicht das kommerzielle System besser, weil es keine breite Community gibt oder weil das Tool nicht spezialisiert ist auf den Anwendungsfall, den ich habe. Besten Dank. Dann ist noch eine Frage gekommen, so ein bisschen zum Projektumfang. Was bedeutet das, so ein bisschen vom Zeitraum her, so ein Projekt zu machen?
Genau, vielleicht so ein bisschen vom Vorgehen oder wie sind wir da vorgegangen? Genau, es braucht eine Einführung, das heisst, der Testautomatisierungsingenieur, der muss verstehen, um was das geht. Wir sehen hier Blau und Orange, das Zusammenspiel zwischen Noser-Engineering und dem Kunden. Genau, man muss ein Konzept erstellen, was dahinter steckt. Eben, wir haben gesehen, man muss Tools auswählen, man muss schauen, welches sind die passenden Tools, das gehört zum Beispiel das Konzept hier. Man muss vielleicht auch abgrenzen und sagen, was sind die Testfälle, die man machen will, was ist die Methodik, wie man das auswählt. Man muss die Infrastruktur aufbauen. Das heisst, es braucht irgendeinen Server, der muss gehostet werden, das Betriebssystem und dann die Testumgebung dazu. Wir haben dann gesagt, wir starten mal mit einem Pilot-Testfall und sind dann quasi agil weitergegangen, um weitere Testfälle zu definieren und umzusetzen. Und das ist so ein bisschen das Vorgehen und der Zeitbedarf, den das braucht, ist natürlich abhängig von der Komplexität des Systems. Wir haben hier eine einfache Webanwendung gehabt. Wir haben einen Kunden, der sehr klar gewusst hat, was er testen und was nicht. Das heisst, wir haben hier einen Aufwand gehabt, initial für die ersten paar Dutzend Testfälle von wenigen Wochen. Wobei, wie gesagt, das ist nicht eine Nummer, wo man mich behaften kann, sondern wirklich aus dem Projekt drauf an und was für Vorabklärungen das man machen muss und wie das die Aufgabenverteilung ist zwischen dem Kunden und Noser Engineering. Merci. Dann ist noch eine Frage gekommen, so ein bisschen zu den Testwiederholungen. Wie viele Testwiederholungen muss man so ein bisschen rechnen, damit sich der Aufwand im Verhältnis zum manuellen Testen in dem Sinn lohnt? Ich kann nicht eine konkrete Antwort geben. Ich kann einfach das Modell, das dahinter steckt, zeigen. Das sieht man hier anhand von dem Graph. Genau, ich weiss, wenn ich eine Software teste, wie viele Mannstunden ich da investiere. Und im Prinzip muss man dann sicherstellen, dass die Testautomatisierung günstiger ist als der Testaufwand, den ich manuell investiere. Und die blaue Kurve oder, ist abhängig von der Anzahl Wiederholungen oder Releases, die ich mache und damit verbundenen Testfälle, plus vom Aufwand pro Release, den ich betreibe. Und das Ziel ist nachher, dass man mit der Testautomatisierung genau tiefer ist als die blaue Kurve. Und der Aufwand von der orangen Kurve, der setzt sich zusammen durch den Initialaufwand von ein paar Tagen bis ein paar Wochen vom Auffahren von der Testinfrastruktur. Und die Folgekosten sind nachher die Umsetzung von zusätzlichen Testfällen. Ich sage jetzt, ein einzelner Testfall, je nach Komplexität, ist wenige Stunden bis einige Tage. Ich denke, das müsste man situativ anschauen. Einfach, das ist so ein das Modell, das man berücksichtigen kann. Ich kann nicht eine spezifische Zahl jetzt nennen, ja, so als Antwort. Besten Dank. Dann noch die letzte Frage zum Schluss. Die Architektur von der Lösung, die ich testen will, das kommt nicht so darauf an. Also ich kann eine Cloud-Architektur genauso wie eine Server-Client-Geschichte mit Testautomatisierung abwickeln, mit dem Vorgehen. Stimmt das? Jawohl, die Aussage ist so richtig. Es kommt wirklich aufs Setup darauf an, was noch einen Sinn macht oder kann man mit dem Kunden zusammen bestimmen. Wie gesagt, im Vordergrund steht, was sind die Endpunkte, wo ich zugreifen muss. Wie komme ich zu denen dazu? Und abhängig von dem kann man dann, hat man dann die Varianten, die zur Verfügung stehen und kann dann definieren, ob über das Internet, ob Web Sinn macht oder nicht. Ja. Gut. Besten Dank vielmals, Thomas. Es ist pünktlich 11:30. Ja, wenn Sie noch weitere Fragen haben, kommen Sie einfach auf uns zu. Wir stehen Ihnen zur Verfügung und geben Ihnen selbstverständlich sehr gerne Auskunft. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag noch und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Adieu miteinander.